Hi meine Lieben, ich habe heute mal wieder ein Make-up-Video für euch mit Kosmetikprodukten überwiegend. Wobei ich im Moment eigentlich gar nichts Neues probieren oder haben müsste, weil mein Favorite ist zurzeit sind zurzeit die dunklen Lippenstifte, wie man sehen kann. Ich habe die auch schon in einem anderen Video mal angehabt, beziehungsweise schon in meinem Blog auch sehr angepriesen. Nichtsdestotrotz gehen die verschiedenen Sachen auch weiter, beziehungsweise die verschiedenen Kollektionen. Meine Süße. Und deswegen gibt es immer neue Produkte, die man auch ausprobieren oder testen sollte. Ich habe hier ein paar verschiedene für euch. Wobei ich bei manchen selbst sagen muss, ich bin sehr gespannt drauf. Bei anderen muss ich sagen, naja, hätte es nicht gebracht, was soll's. Fangen wir mal an. Fangen wir mit den Rouge an. Ich habe überwiegend Essenz-Sachen dieses Mal, weil ich dem sonst nie so viel Beachtung schenke. Aber dieses Mal habe ich mir gedacht, schauen wir, was die so haben. Und die haben ein unglaublich riesiges Sortiment mittlerweile. Ich weiß nicht, wie die damals rausgekommen sind. Da war ich auch noch wirklich junger Teenie. Die hatten da ja einen Bruchteil der Sachen, vielleicht keine Ahnung. Ein Achtel davon oder so. Auf jeden Fall, die haben jetzt alles Mögliche. Eigentlich kann man alles von denen kriegen. Ich bin mir sicher, es ist wirklich nicht alles gut. Es gibt viele gute Sachen, wo man sagen muss, das ist absolut toll. Ich meine, wie ihr wisst, ich habe die All About Matte Serie von Essence, diesen Mattifying Powder und die mittlerweile auch diese Oil Absorbing Sheets und bin absolut zufrieden mit denen. Also es gibt da auch tolle Produkte, wirklich. Man muss da nicht immer so viel ausgeben. Aber kommen wir zu den neuen Sachen. Da habe ich zwei Rouge von Essence. Einmal die 80 Autumn Peach. Das wäre dieser hier. Das ist so ein ganz heller Pfirsichton. Ich finde den ganz schön, weil ich bin immer noch auf der Suche. Ich hatte mal einen Rouge in so einem Pfirsichton. Und ich muss sagen, das war das Beste, das ich jemals hatte. Das gab es aber noch nicht mehr. Und ich hatte auch nicht so viel von meinem, weil mir das dann irgendwann runtergefallen ist und in Millionen Bröseln zerbröselt ist. Auf jeden Fall bin ich seitdem auf der Suche nach einem wirklich sehr ähnlichen Rouge. Ich habe bis jetzt keins gefunden. Ich muss sagen, das macht mich bis jetzt immer sehr traurig. Deswegen habe ich auch immer wieder mal so Aprikotfarben mit drin und weil ich es immer wieder versuche. Aber bis jetzt bin ich da nicht annähernd hingekommen. Das ist schon gar nicht mehr so weit weg, weil es war damals auch von Essence, aber es trifft es nicht ganz. Vielleicht ist auch meine Wahrnehmung ein bisschen verloren gegangen, weil das ist schon ewig her und ich weiß die Farbe nicht mehr genau, aber ich habe das damals wirklich aufgetragen und dann war ich sofort begeistert und habe mir gedacht, das ist es, das braucht du was nie anderes in der Farbe, aber naja, wie das Leben so spielt, was soll's. Dann die Farbe 70, Kissable, das ist so ein, ja mehr so ein rosa, aber mehr so ins rosa-bräunliche, das ist auch ein Rouge. Das hatte ich schon mal, das gibt es immer wieder, beziehungsweise es gibt es immer, das ist das Standardsortiment, das habe ich jetzt, da habe ich jetzt ein Backup gekauft, weil das fand ich sehr schön, weil es auch nicht so ein ganz helles Rosa, also nicht so ein extrem krasses Barbie-Rosa, wo ich immer finde, wobei mir das ab und zu auch ganz gut gefällt, aber es ist bei mir stimmungsabhängig. So, das nächste, was ich habe, ist ein Highlighter, da muss ich sagen, das wäre der So Glow. In der Farbe 10, Look on the Bright Side. Den gibt es auch in verschiedenen Helligkeitsstufen. Ich habe da nicht genau geguckt. So sieht der aus. Das ist ein Cream Highlighter. Normalerweise habe ich auch kein Cream Blush, weil ich eigentlich relativ ölige Haare habe. Und wenn ich da auch noch irgendwas Öliges drauf tue, dann glänzt das alles über und über irgendwann. Und wahrscheinlich sieht das aus, als wäre ich total nass im Gesicht. Auf jeden Fall vermeide ich normalerweise die Cream Blush und die Cream Highlighter. Aber ich habe mich da wirklich verlesen und verschaut. Aber naja, vielleicht gebe ich das zu irgendjemand in meiner Familie. Dann das nächste, was ich habe, sind die Lippenstifte. Habe ich auch wieder drei von Essence. Zwei aus der, so sehen die aus, das sind diesmal schwarze mit der Farbe in der Mitte. Das ist einmal Coral Calling. Sieht so aus. Tragen wir das Ganze mal auf. Das ist auch so ein, ja, ich würde jetzt sagen, auch so ein, auf jeden Fall ein oranger Ton. Aber ich würde sagen, da ist noch ein bisschen rosa mit drin. Also es geht nicht ganz in die orange Richtung. Sonst wäre das ein bisschen dunkler, ein bisschen kühlerer Ton, aber auch schön eigentlich, gefällt mir schon gut. Dann habe ich die Farbe 03, Dare to Wear.
Das wäre jetzt hier so ein dunkleres Rot, wobei das hier dunkler aussieht als aufgetragen. Das ist mehr so ein, ich würde sagen, einfach so ein mittleres, so ein Knallrot. Es ist nicht so hell, aber es ist auch nicht so dunkel, wie es hier rauskommt. Also es hat wirklich mehr die Farbe von dem Ring innen, als dass die Farbe oben hat. Aber es ist dennoch eine schöne Farbe. So. Der dritte ist diese Sparkling Miracle Nummer 12. Das sind hier die pinken Tuben. Ups, ich kann euch das nochmal zeigen. So sehen die aus. Die haben einen durchsichtigen Ring in der Mitte. Ich muss sagen, ich habe das bestellt, deswegen habe ich das nicht live gesehen. Aber, also da habe ich mich wirklich vertan, weil die Farbe ist wirklich nichts für mich. Ich dachte erstens, es wäre so ein dunklerer Pinkton, aber es ist unglaublich hell und es glitzert sehr viel. Und hier ist es sehr blaustichig. Also normalerweise habe ich keine blaustichigen Lippenstifte, weil ich finde, das sieht immer so ein bisschen, da sieht man furchtbar fahl aus und das macht eine ganz komische Gesichtsfarbe. Also der geht auch zu irgendjemand anders. Was sagt denn das? Kosmetik bestellen ist nur gut, wenn man weiß, was man braucht und nur ein Backup bestellt, ansonsten ganz, ganz fatal enden. Bis jetzt hatte ich immer Glück, das war das erste Mal, dass das zwei Sachen dabei waren, die mir persönlich nicht gefallen haben. Ich meine, jemand anders, der wo das bekommt, der denkt sich wahrscheinlich, hey, super, genau das, was ich wollte, aber es ist eben nicht jeder gleich. Dann der vierte Lippenstift, einer von NYX, das ist so knallrot. Den hatte ich schon, das ist aus der Matte-Serie. Matte Lipstick von NYX. Das ist wirklich eine tolle, tolle, tolle Farbe. Und es ist wirklich ein knalliges Knallrot. Das ist der ganz untere. Wirklich matt und die halten wirklich. Ich hatte den abends an zum Weggehen. Wann sind wir weggegangen? Wir waren noch beim Bowling 9 und dann um 11 weggegangen. War um 4 in der Früh, hatte ich ihn immer noch dran. Vom Essen, vom Trinken. Ich meine, der hält wirklich super. Ich glaube, ich habe ihn nur einmal nachgezogen. Es wäre aber auch nicht nötig gewesen. Also wirklich ein fantastischer Lippenstift, absolut überzeugt, würde ich auf jeden Fall wieder kaufen, beziehungsweise vielleicht ein Backup holen. Das ist die Farbe MLS, also MLS für Matte Lipstick 10, Perfect Red heißt die Farbe. Ist wirklich ein Perfect Red, ist ein tolles, wunderschönes Rot. So, dann gehen wir doch weiter mit den Lippenprodukten. Hier habe ich einen Lip Liner von Essence. In der Farbe... Honeyberry, Farbe 15 Honeyberry. Den hatte ich auch schon an. Das ist dieser hier, der obere. Ich muss sagen, man kann den, ich habe den eigentlich für den gekauft, aber durch das, da der so hell ist, habe ich mir gedacht, naja, für das wenige, was der gekostet hat, probiere ich den so aus. Ich habe den einfach so getragen. Nur den Lip Liner als Lippenstift praktisch erst außen drum gemalt und innen ausgemalt und das reicht vollkommen. Also ist wirklich... Es ist so die Notlösung, würde ich jetzt mal sagen, für die Situation, die wir jetzt hier haben. Auf jeden Fall kann man auch benutzen. Einfach nur den Lip Liner als Lippenstift. Ich würde mal sagen, es geht nicht bei jedem, bei dem geht's, weil der matt ist und wirklich gut aufzutragen. Viele Lip Liner sind ja so unglaublich cremig und zum Umranden und das sieht eher nicht so toll aus. Aber der funktioniert wirklich, ist wirklich ein guter Lip Liner, also muss ich schon sagen. Dann der nächste, den ich habe, ist von NYX, auch ein Lip Liner Pencil in der Farbe 801 Auburn. Von dem muss ich auch sagen, ich dachte, der wäre viel dunkler, weil ich wollte den eigentlich als Lip Liner für die Farbe, für diese allerdings zu hell. Und das trifft auch den Ton nicht so ganz, aber da haben wir wieder die Sache mit der Bestellung. Das wird der hier oben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auch genau sieht. Der da. Ich werde das eventuell auch mal probieren, vielleicht kann ich den auch so auftragen wie ein Lippenstift und dann mit einem dunkleren Lipgloss einfach drüber gehen. Das kann ich mal schauen. Kann man mal testen. Mal schauen, was dabei rauskommt. So. Dann habe ich ein Augenprodukt heute nur. Das wäre von Essence, ein Eye Pencil aus der gegenwärtigen Limited Edition Hello Autumn. Natürlich passend zum Herbst. Den habe ich mir deswegen mal geholt, der auch zwei Seiten hat, wie der Smoky Eyes Kajal von Maybelline, den wo ich hier habe, wo ich jetzt auch dran habe, aber ich nehme den ein bisschen anders hier, nicht für Smoky Eyes, sondern weil ich finde, der hält super und super lange und der
läuft nicht weg und verwischt nicht. Ich habe oft das Problem, das läuft mir dann ins Innere vom Auge. Und für das nehme ich den her, weil der überzeugt mich wirklich. Ich habe den eigentlich nur in Braun und in, ich glaube, in Lila gab es den mal. Genau, in Lila. Weil ich Schwarz immer so hart finde für innen ins Auge. Und deswegen habe ich mir dann einen Braunen geholt. Aber das ist Ansichtssache. Das müsst ihr vielleicht selbst entscheiden. Aber den kann ich nur empfehlen. Jetzt habe ich den hier. Kann man auch empfehlen, muss ich sagen. Allerdings habe ich den hier in der Farbe Grün geholt. Es ist so ein dunkles, mattes Grün auch. Es ist sehr schön. Das wird das hier unten. Das hat auch diesen, wie heißt die Farbe eigentlich? 02 Charlie Scene in Green. Aber ich glaube, da gibt es eben das 2 oder 3 im Moment. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann ins normale Sortiment übergehen, weil es ist wirklich nur diese helle Autumn Collection. Da gibt es eben auch hinten diesen kleinen Pinselschwamm mit dran, um die Farbe dann auszublenden, halt auch für Smoky Eyes. Das wird dann auch heller und so verwischt. Also das geht schon, man kann das schon probieren. Ich werde das auch mal testen. Also als Kajal funktioniert er für unten und für innen wirklich gut. Hält auch lang, verwischt auch nicht. So gut wie der andere ist er nicht, aber er ist durchaus zu empfehlen. Also, hoppala. Auf jeden Fall war die, keine, weiß nicht was er kostet, 2, 3, 4 Euro auf jeden Fall wert. Kommen wir zu dem nächsten, was ich noch habe. Auch aus der Essence Hello Autumn Collection. Erstens hat mir die Farbe gefallen, das andere habe ich erst später gesehen. Das ist die Farbe 01 Beautiful Red. Also nicht Beautiful, sondern Beautiful für Fall, wie Herbst. Süßes Wortspiel. Weil es ist eher so ein dunkler Ziegelton. Gefällt mir sehr schön, aber es soll einen Thermoeffekt haben. Das heißt, wenn es kalt wird, wird es dunkler und wenn es warm wird, draußen, also von der Außentemperatur, wird die Farbe heller. Ich werde das demnächst mal probieren. Und dann werde ich euch da ein Foto uploaden, beziehungsweise in meinem nächsten Video mal sagen, ob das wirklich so funktioniert, wie das da steht oder auch nicht, weil das interessiert mich selber. Ich habe nämlich, vielleicht gibt es das schon länger oder auch öfter, aber ich habe davon noch nie was gehört. Also ich bin da schon sehr interessiert und auch für so neue Sachen immer schon zu haben. Ich glaube, den gab es auch noch in Braun, auch mit diesem Hot-Cold-Effekt. Aber ich war vorrangig wegen der Farbe eher, weil so ein dunkles Orange, so ein Rostrot, das mehr Orange wie Rot, das findet man nicht so oft. So, dann habe ich noch von Essence Studio Nails ein Caring Nail Öl. Ja, ist nichts Besonderes dran. Ich meine, dieses Nagelpflegeöl, dieses Orange mit diesem Aprikot. Ja, ist auch Aprikot. Nach den Nägeln, wo man unten an die Nagelhaut tut. Es riecht sehr angenehm, es zieht schnell ein. Ist empfehlenswert für immer wieder. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So. Dann habe ich was. Da weiß ich nicht recht. Keine Ahnung. Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen. Ich weiß nicht inwiefern oder ob ihr das kennt. Das sind diese Essence Effect Nails. Das sind diese kleinen. Ich kann mal das andere auspacken, weil das habe ich schon getestet. Das sind hier so kleine Kunststofftiegel. Und da sind so, ja, eben die Effektsachen drin. Ich meine, hier sind so ganz kleine Perlen drin, so ganz, ganz, ganz kleine silberne Perlen. Man hört das auch beim Schütteln. Für auf den Nagel drauf. Ich muss sagen, entweder bin ich zu doof dazu, was du sein kann, oder es funktioniert einfach nicht. Ich habe meine Nägel dann lackiert, beziehungsweise ich wollte es mal an einem ausprobieren, ob es überhaupt geht oder wie das funktioniert und wie es aussieht. Ich habe mich auch an die Vorlage gehalten. Aber es hält nicht. Anscheinend sind die Kugeln zu schwer oder vielleicht ist der Nagel zu dünn aufgetragen. Ich habe auch dann eine zweite Schiene, eine dickere, aufgetragen. Habe das dann von oben so hingestreut, um das drauf zu pressen. Es steht auch drauf, man soll dann die überschüssigen Perlen mit einem Pinsel wegmachen. Aber sobald man da mit einem ganz, ganz super soften Pinsel hingeht, ist alles weg. Die Hälfte vom Nagellack und die ganzen Kugeln und weiß der Geier was noch. Auf jeden Fall, ich habe das mal eingetunkt und von oben drauf gestreut. Ich werde es noch mal ganz in Ruhe probieren, weil irgendwann nach dem fünften Mal, wo ich das dann wieder ab und wieder neu drauf gemacht habe, ist mir dann die Geduld schon ausgegangen, wo ich mir gedacht habe, naja, vielleicht blöd. Aber ich will da nicht aufgeben, weil ich bin da gespannt. Das muss irgendwie halten. Vielleicht kann mir da jemand von euch einen Tipp geben, wenn ihr das wisst. Ich habe da auf jeden Fall zwei. Einmal dieses Glow in the Night Pearls. Die sind kleiner. Das sind keine runden Perlen, das sind mehr so Flitter. Aber erstens leuchten die nicht, das ist schon mal das erste Mal angekommen. Mit dem kann ich leben, das ist gar nicht so schlimm. Aber das zweite Problem ist das gleiche wie mit hier. Trocknen nicht wirklich, hält auch nicht wirklich. Und sobald man mit dem Pinsel hingeht, ist alles futsch.
Also vielleicht komme ich noch drauf und dann sage ich euch wie, beziehungsweise vielleicht hat es jemand von euch schon ausprobiert und kann mir sagen wie. Ich bin da für alles offen. Auf jeden Fall zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gut. Wirklich nicht. Und dann, was ich noch habe, so ein kleines Gadget von nebenbei, weil ich einfach keinen mehr habe, beziehungsweise meinen nicht mehr finde, habe ich auch. Deswegen war ich so begeistert vorher vom Essence-Sortiment, dass die alles haben mittlerweile. Einen kleinen Taschenspiegel von Essence. Die heißen Minis to go. Und da gibt es auch kleine Bürsten und so ein kleines Mini-Pinselset zum Mitnehmen. Eben to go. Das ist so ein Doppelspiegel. So sieht der aus. Da kann man so aufklappen. Da ist nichts wirklich Aufregendes. Aber ich habe einfach mal wieder eingebracht. Die Farbe ist sehr schön. Das Türkis gefällt mir sehr gut. Und was ich noch habe, durch Zufall habe ich das entdeckt. Weil ich habe mir diese schon angeschaut, diese Haargummis, wo es jetzt gibt, diese aus Kunststoff, die wo diese, wie heißen sie, Invisible Loops oder irgendwie sowas, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann euch nachschauen und euch das dann aufschreiben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, auf jeden Fall. Ich habe mir die schon angeschaut und habe. Dann bin dann weitergegangen und habe mir überlegt, was für eine Farbe derweil, weil da kosten 2 Stück 5 Euro und das finde ich für 2 so, ja, so Gummibänder eigentlich schon sehr teuer. Die sind eben vom Originalhersteller und dann bin ich ein Stück weitergegangen in die, zu den Haarclips in die Abteilung und habe ich die gefunden. Das sind 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. 10 Stück auf jeden Fall viel günstiger. Natürlich nicht von der gleichen Marke, die sind von Solida. Ich glaube, das ist. Entweder ist es eine eigenständige Haarmarke oder es ist die Haarmarke von Müller, die Eigenmarke. Ich will jetzt da nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall sind die von da. Ich will die mal ausprobieren. Ich habe schon einen runter gemacht und das dann wieder zusammen gemacht. Sind soweit in Ordnung. Wenn man es natürlich ein bisschen strenger will, ich weiß nicht, ob man die übereinander machen kann. Ich habe es jetzt mal probiert. Weil ich normalerweise, wenn ich einen Zopf habe, also das schon streng nach hinten habe. Weil ich das Gefühl nicht mag, wenn das hinten da und rutscht und sich rumschiebt und sich so ein bisschen verselbstständigt. Aber ich werde das Dennis durchaus mal probieren. Entschuldigung. Ob man die auch zweifach legen kann, weil meine Haare auch sehr dünn sind, wenn sie glatt sind. Und dann kann ich euch das mal näher bringen. Aber wie gesagt, jetzt, das war so ein spontan Ding, nachdem wo ich so wirklich nebenbei noch gesehen habe und dachte ich mir, hey, ist ja klasse zum Testen. Nehme ich so ein ganzes Pack, bevor ich 2 andere mitnehme, die wirklich, finde ich wirklich teuer. Weil vielleicht sind die auch ein bisschen anders und von der Konsistenz oder von der Machart oder von der Textur, ich habe das nicht so genau verglichen, muss ich dazu auch sagen. Aber ich werde mir das nächste Mal näher anschauen und ich werde dann die mal anschauen und vielleicht hole ich mir auch die Originalen, da kann ich euch genau sagen, was genau der Unterschied ist und was nicht. Auf jeden Fall, das war es mal wieder mit meinem neuesten Make-up-Video für euch, beziehungsweise meinem neuesten Kosmetik-Video für euch. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ihr könnt meinen Kanal abonnieren jederzeit, dann bekommt ihr die neuesten Videos sofort per E-Mail zugesandt, beziehungsweise die Information per E-Mail zugesandt und wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.